Hallo, ich bin gerade am Supercharger in Eidhoven. Im Hintergrund seht ihr hier das Van der Falk Hotel. Hier sind richtig viele Stalls und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das hier aussieht. In Deutschland kennt man ja immer nur, dass da eine Ladestation steht mit zwei Anschlüssen und dann kann man mal sehen, was hier in Holland alles abgeht. Ich zeige euch das mal. Also hier ist richtig was los, was die Tesla Supercharger angeht. Hier ist einer nach dem anderen. Es geht da hinten komplett weiter und dann geht es noch mal in der Mitte weiter. Schon nicht schlecht hier. Das zum Thema Elektromobilität funktioniert nicht. Mir haben sie damals auch gesagt, das Internet wird sich nie durchsetzen. Das war vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, mit News Oberberg hieß das damals. Und ja, man sieht hier, wie weit die schon sind in Holland. Ich zeige euch mal eben auf der anderen Seite. Da gibt es nämlich noch andere Supercharger, die jetzt nichts mit Tesla zu tun haben. Ich gehe da mal eben kurz rüber. Also man sieht, das Hotel hat sich komplett darauf eingestellt. Haben natürlich den Vorteil, wenn die Leute laden müssen, dann haben sie natürlich etwas Ladeweile, nennt sich das ja. Und dann gehen sie natürlich ins Hotel, in die Lounge. Da gibt es eine Sushi-Lounge. Also hier sieht man richtig schön die anderen Lader. Die sind jetzt nicht so schnell wie die Tesla Supercharger. Ich habe eben mit einem gesprochen. Die Allegro-Lader würden angeblich nur mit 22 kW laden. Also wenn dann zwei stehen, dann teilen sich die Ladeleistung hier. Also sagte er von diesen. Hier ist ein HPC-Lader. Der lädt mit 50 kW. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Allegro-Lader nur mit 22 kW Lader, weil es steht da Mega E dran und Mega ist ja meist immer so ein Zeichen für 50 kW Lader. Ja, das ist das Hotel von der Falk. Ja, sieht die Falken da oben. Und hier sind, wie gesagt, die Supercharger. Aber die haben das clever gemacht. Man kann sie von beiden Seiten aus kann da parken und laden. Und die haben jetzt hier noch so andere Lader, das sind anscheinend so, ja, sieht aus wie Typ 2, 22 kW Lader, auch von Allegro, kann man einfach anstecken. Und wie die funktionieren, weiß ich nicht, ob man sie einfach ansteckt und man kann laden oder ob man sich irgendwie freischalten muss, aber ist schon ganz schön imposant hier, wenn man das Ganze sieht, wie viele Tesla Stationen hier stehen in Eidhoven. Das Video ist einfach so ein Quick and Dirt Video, einfach mit dem Handy gefilmt, also keine gewohnte Qualität, wie sie normalerweise von uns zu sehen ist. Aber hier geht es nicht darum, ein Mega-Video zu machen, sondern einfach mal zu zeigen, wie weit die Elektromobilität hier schon in Holland ist. Holland, Niederlande. Niederlande heißt ja das komplette Land und Holland ist ja nur ein Teil davon. Ja, elektrische Autos. So, mit diesen Impressionen möchte ich mich einfach mal verabschieden hier. Christian Sasse für TV und News on Tour.de. Auf Wiedersehen. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.